glücklich, wer eine Eigentumswohnung besitzt, denn Wohnungen gelten heutzutage auch als gute Geldanlage. Doch Eigentümer haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Oft ist die Wohnungseigentümergemeinschaft auch ein Kompromiss. Wir haben mit einem Experten gesprochen und sagen Ihnen, welche Rechte und welche Pflichten Sie haben. Die Rechte und Pflichten eines Wohnungseigentümers ergeben sich aus der sogenannten Gemeinschaftsordnung. Sie ist Teil der Teilungserklärung, die jeder Eigentümer mit dem Kaufvertrag vom Notar bekommt. Sie ist die Satzung der Eigentümergemeinschaft und sollte genau gelesen werden. Und wenn man da keine Antwort auf seine Frage findet, dann kommt das Wohnungseigentumsgesetz quasi als Rahmengesetz drumherum und da sind dann letztendlich die Antworten drin auf die möglichen Fragen. Unser Experte rät Wohnungseigentümergemeinschaften ganz klar zu einer professionellen Hausverwaltung. Sie sorgt für die Einhaltung des Wohnungseigentumsgesetzes. Das heißt, dass wirklich auch jährlich mindestens eine Eigentümerversammlung durchgeführt wird, dass die Beschlüsse umgesetzt werden, dass die Verkehrssicherungspflicht durchgeführt wird. Das heißt, dass also im Herbst das Laub gekehrt wird, dass geräumt und gestreut wird, dass die entsprechenden Versicherungen abgeschlossen wird, dass man das Haus anschaut, ob irgendwelche Instandhaltung oder Instandsetzungsarbeiten durchzuführen sind. Beim Thema Stimmrecht entscheidet zunächst auch die Gemeinschaftsordnung. Was drinsteht, gilt. Steht dort nichts drin, schauen wir ins Wohnungseigentumsgesetz hinein. Dort heißt es, jeder Eigentümer hat eine Stimme. Das würde bedeuten, hat jemand 5 Wohnungen beispielsweise, dann hätte er nur eine Stimme. Es gibt aber auch das Objektprinzip, das heißt pro Einheit, also pro Wohnung eine Stimme. Oder nach Miteigentumsanteilen, dann hätte die Wertigkeit der Wohnung oder die Größe der Wohnung, würde dann das Stimmrecht nach sich ziehen von der Wertigkeit her. Ehepaare oder Erbengemeinschaften haben übrigens nur eine Stimme. Hier ist eine Einigung nötig, sonst ist die Stimme ungültig. Vermietet ein Eigentümer seine Wohnung, gibt es dafür ebenfalls klare Regeln. Der Eigentümer trägt die sogenannten Verwaltungskosten. Das sind alle Kosten, die mit dem Betrieb und der Verwaltung der Eigentümergemeinschaft zusammenhängen. Also insbesondere die Instandhaltung, die Instandsetzungskosten und auch die Kosten der Verwaltung. Der Mieter muss maximal die Kosten tragen, die in der Betriebskostenverordnung dargelegt sind. Und, das ist der entscheidende Punkt, das muss in dem Mietvertrag vereinbart sein. Ist es nicht vereinbart, trägt der Mieter keine Betriebskosten. Das ist der entscheidende Punkt. Kommt es zu Problemen zwischen Mieter und Eigentümer, also dem Vermieter, müssen die zuerst untereinander geklärt werden. Die Wohnungseigentümergemeinschaft kommt erst dann ins Boot, wenn es zu Störungen kommt, die alle betreffen, zum Beispiel durch Haustiere oder bauliche Veränderungen am Balkon oder im Hausflur. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.